Herzlich willkommen zum 4D Marktblick. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir den globalen Aktienmarkt aus vier Blickrichtungen betrachten. Globale Aktien haben ja im November extrem zugelegt. Der Stoxx Global 1800 als internationaler Aktienindex plus 9,9% und in Europa anhand des Stoxx Europe 600 13,7% plus. Ein ordentlicher Hopser, der sich nur an wenigen Tagen im November ausgebildet hat. Und jetzt stellen sich die Anleger natürlich die Frage, war das jetzt die Jahresendrallye oder kommt da noch die Weihnachtsmann-Rallye und wir haben höhere Kurse am Jahresende zu erwarten? Eine ganz entscheidende Frage ist noch, warum sind Aktien jetzt billiger als noch vor einem Monat, trotz dieser Aktienkursbewegungen? Alles das erfahren Sie gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst die erste Dimension, die Saisonalität an, dann sehen wir, dass der Dezember, der ist auf uns zukommt, einer der besten Monate im Jahr ist, 1,72% Durchschnittsrendite. Das ist weitaus besser, als es viele andere Monate bieten. Das sind die Durchschnittswerte seit 1949. Das Downside Risk, also das Risiko mit 2,4%, ist deutlich unter dem Mittelwert. Also hohe Rendite, wenig Risiko, so wünschen wir uns das. Und die Gewinnhäufigkeit ist noch sehr, sehr spannend. 77,5% aller Dezembermonate der vergangenen 70 Jahre und auch der vergangenen 100 Jahre, das sieht da nicht anders aus, waren positiv. Das heißt, es gibt ganz wenige Ausnahmen wie 2018, dass Dezember mal negativ verläuft und die meisten sind positiv. Und dadurch haben wir einen positiven Erwartungswert von 1,4%. Deutlich besser als der risikofreie Zins. Das heißt, der Dezember rundum ist ein sehr guter Monat. Warum das so ist und welche Aktien besonders davon profitieren, das erfahren Sie bei Börse Saisonal. Das verlinke ich Ihnen noch. Und wir schauen uns jetzt aber den Kapitalpreis an. Der Kapitalpreis, der ist günstiger geworden. Die Aktienrendite liegt jetzt bei 5,6%. Das ist deutlich mehr als im Vormonat. Da waren wir deutlich unter 5%. Der risikofreie Zins einer 10-jährigen US-Staatsanleihe ist bei 0,82%, etwas höher als im Vormonat, aber das sind keine großen Sprünge. Das bedeutet, das Risikobudget, also Differenz zwischen Aktienrendite und risikofreien Zins, ist mit über 4,6% um 1% besser als im Vormonat. Heißt, Aktien sind jetzt billiger als im Oktober, obwohl die Kurse so gestiegen sind. Warum ist es so? Weil die Gewinne in dem Monat deutlich stärker gestiegen sind. Wir hatten ja Berichtssaison, gerade in amerikanischen Aktien haben viele den Drittquartalsbericht abgegeben, der deutlich besser war als erwartet. Und die Kurse sind dem nicht hinterhergekommen. Deswegen sind Aktien jetzt immer noch eigentlich noch attraktiver und interessanter als im Vorjahr. Ein Indiz dafür, das sehen ja auch die großen institutionellen Anleger, dass Aktien jetzt günstiger sind, ein Indiz dafür, dass wir mit einer Weihnachtsmann-Rallye rechnen können. Wenn wir dann noch den Trend betrachten, das sieht sehr schön aus. Im Oktober war ja ein schlechter Monat, da sind die Kurse nahe an die 200-Tageslinie gekommen. Jetzt sind wir nach dem guten November mit über 13% Abstand zur 200-Tageslinie ganz deutlich in einem positiven Aufwärtstrend. Bei konträre Anleger jetzt bei 13% Abstand schon wieder eher an Verkaufen denken. Aber wir haben einen positiven Aufwärtstrend langfristig gesehen an der 200-Tageslinie. Und auch der relative Stärkeindex, der RSI, zeigt ganz klar mit 61 einen deutlichen Wert über 50. Auch hier haben wir ein positives Signal, ein Kaufsignal oder ein Aufwärtstrendsignal. Also auch der Trend ist ganz positiv. Und dann schauen wir uns noch das Risiko an am Optionsmarkt. Da ist auch wirklich die Sonne aufgegangen. Wir haben von 100 Optionskäufern 57, die eine Call-Option kaufen, die also auf steigende Märkte setzen. Und nur 43, die auf Put-Optionen gehen, die auf fallende Märkte setzen. Das sind 33% mehr Optimisten als Pessimisten am Optionsmarkt. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen für die Börse. Genauso, wenn man dann noch die Volatilität betrachtet. Mit 17 ist sozusagen stehen geblieben auf niedrigem Niveau. Auch das ist ein gutes Zeichen. Ich fasse zusammen für den Dezember. Wir haben eine positive Saisonalität. Welche Aktien und warum der Dezember oftmals positiv ist, wie gesagt, bei Börse Saisonal, schauen Sie sich das Video an im Anschluss.
Dann haben wir einen billigeren Einkaufspreis bei Aktien, der wirklich interessant geworden ist. Bei vielen Aktien, natürlich nicht bei allen, man muss schon genau hingucken. Aber es gibt viel, viel günstigere Aktien als noch im Vormonat. Dann haben wir einen positiven Aufwärtstrend und das Risiko am Markt ist sehr gering. Das heißt, es spricht alles dafür, dass wir einen positiven, guten Dezember bekommen. Und wie der genau ausschaut, auch das können Sie bei Börse Saisonal sehen, wie der Verlauf im Dezember normalerweise ist. Wir schauen uns zum Schluss noch den Stoxx Global 1800 im Jahresverlauf an. Und hier können wir es schön sehen, dass es eigentlich so ist, wie ich im letzten und im vorletzten Video schon prognostiziert habe, dass wir eine Seitwärtsbewegung bekommen bis zur Wahl. Das war natürlich jetzt keine schwierige Prognose, aber der Verlauf ist tatsächlich genauso, wie ich es Ihnen im letzten, vorletzten Video gezeigt habe. Eine Zickzacklinie, die oben und unten abbauen, seitwärts und nach der Wahl dann bergauf. Allerdings habe ich mich getäuscht. Es ging schon vor der Wahl bergauf. Das war auch ganz spannend. Warum war das so? Der allgemeine Tenor am Aktienmarkt bei den Händlern, bei den institutionellen Anlegern war eigentlich, dass wenn Trump gewinnt, gut für die Börse, Biden gewinnt, schlecht für die Börse. Und wenn die Wahl knapp ausgeht und Trump klagen wird und so weiter, dass dann die Börse heftig reagiert, nach unten volatil wird. Das war der Tenor. Bis wenige Tage oder eine Woche vor der Wahl kam irgendjemand drauf und hat gemeint, ja, eigentlich ist der Biden gar nicht so schlecht, weil auch dann wird billiges Geld der Notenbanken fließen. Er hat Konjunkturprogramme vor, er will zwar die Steuer erhöhen, aber wenn Arbeitsplätze geschaffen werden und wenn Infrastruktur, erneuerbare Energien geschaffen werden, dann will er wieder die Steuern senken und diese Unternehmen bevorzugen. Und damit kann die Börse ganz gut leben. Kurz vor der Wahl kam es raus und dann sind die Kurse gestiegen. Also sehr, sehr lustig. Da sieht man mal, dass die Börsen dann doch sehr erstens zukunftsorientiert sind und dann auch Meinungen sich ändern können. Also wirklich spannend. Ich fand es wirklich ganz witzig. Und hier hat sich ja der Halloween-Effekt auch ganz gut gezeigt. Also um Halloween rum einsteigen, war jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Idee, so wie das der Asset-Oszillator jetzt ja auch gemacht hat. Das nur nebenbei. Mehr dazu erfahren Sie bei Börse Saisonal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dezember, eine schöne Adventszeit, eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten schon mal vorweg, falls wir uns nicht mehr hören. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Ihr Thomas Hübner.